Der Einstieg in Industrial IoT ist der Einstieg in eine digitale Transformation. Es ist eine Transformation der Firma, es ist eine Transformation der Produktionsart und Weise, auch der Kultur, der Art und Weise, wie Entscheidungen gefällt werden. Das heißt, einer der wichtigsten Punkte ist, klein anzufangen. Mit einer Methode, die mir schnell Wert liefert. Was wir gerne tun, wir helfen dem Kunden herauszufinden, wo er gerne starten kann, was für ihn Sinn macht. Denn man hat normalerweise keine 2, 3 Schüsse, um so eine Transformation zu starten. Lassen Sie mich ein paar Beispiele dazu nennen. Vor einem Projekt, das wir nächste Woche beginnen, werden wir automatisiert Aufträge, Production Orders, neu über die gesamte Produktionslandschaft verteilen, um die optimale Verteilung nach Gesichtspunkten wie On-Time-Delivery, In-Quality-Delivery oder Lowest-Cost-Delivery zu produzieren. Basierend auf Machine Learning, automatischen Algorithmen. Was ist noch ein schönes Beispiel? Einer unserer Kunden nutzt eine von uns zur Verfügung gestellte Plattform namens OmniLocation für ein globales Risk Management. Wir wissen durch die Vernetzung von tausenden von Datenquellen, ERP-Systeme, PLM-Systeme, CRQ etc., aber auch externen Datenquellen wie Wetterprognose oder auch die Verfügbarkeit von Seerouten oder auch Cargo im Flug und Truck, wann welches Material wo benötigt wird. Und können zum Beispiel, wenn eine Wettersituation oder eine Straßensituation eine On-Time-Lieferung des benötigten Materials nicht mehr gewährleisten kann, können wir entweder den Truck umrouten oder auch die gesamte Produktionsorder an eine andere Location verlegen. Der Weg geht ganz klar in die Nutzung von noch mehr Daten, um noch bessere, noch schnellere, noch prägnantere Entscheidungen zu treffen. Hochgradige Automatisierung da, wo nötig ist und da, wo es möglich ist. Und ganz, ganz klar in Richtung den sogenannten Digital Twin. Das heißt, ich teste meine Szenarien basierend auf realen Informationen in einem virtuellen Raum aus, bevor ich sie in meiner Fabrik wirklich implementiere. Das heißt, ich senke die Risiken, indem ich komplette Produktionsprozesse vollständig digital teste und simuliere, bevor ich das Geld ausgebe.